bitte jetzt liken. Und willkommen zurück zu Calibur 6. Ja, das letzte Mal hat Roy endlich mal nach paar Tagen oder Monaten wieder ein Astralriss absorbiert. So. Ich habe auch in der letzten Folge gesagt, dass ich jetzt immer abwechselnd machen. Immer den Hauptstory und dann eine Nebenmission halt. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt heute die Hauptstory jetzt erstmal weitermache oder jetzt gleich eine Nebenmission. Ich werde einfach jetzt heute die Hauptstory machen und im nächsten Part die Nebenstory. So, Warnung. Ein unbekannter Gegner. Als ich durch den Wald in der Nähe des Lagers streifte, tauchte eine Frau auf. Es war dieselbe Frau, die Gro und mir schon früher geholfen hatte. Songmina ist es nicht, oder? Weil ich in dieser Nacht nicht schlafen konnte, machte ich einen Spaziergang. Um weit des Lagers spürte ich, dass sich jemand in der Dunkelheit des Waldes versteckte. Ich spannte in Erwartung eines Feindes die Muskeln an. Doch dann trat die Frau aus den Schatten, die uns zuvor geholfen hatte. Ah, nee, Taki! Stimmt, ja, ich hab vergessen. Ich kann deine übermenschliche Kraft spüren. Ich habe gesehen, wie du diesen bösen Wirbel absorbiert hast. Du bist kein gewöhnlicher Krieger. Sie hatte gesehen, wie ich den Astralriss absorbiert hatte. Mir war sofort klar, dass ich jetzt vorsichtig sein musste. Ich werde dich nicht nach deinen Kräften fragen. Deine Klinge wird mir zeigen, was du wirklich bist. Ui. Taki, was ist los? Taki, Taku, Taka, Taco. Ring Out sind deaktiviert, wa? Ey, du sollst mich aber nicht gleich ausziehen, ja? Hör, was hat der denn da gemacht? Junge, was machst du da? Was macht der denn da für einen Blödsinn? Oh Junge! Oh, gerade noch so! Roy, mach keinen Scheiß! Wieso bleibt ihr einfach da stehen? Ich hab die falsche Taste gerade gedrückt. Hätte ich die zweite Runde nicht gewonnen, dann hätte ich Roy gekündigt. Interessant, jene, die ihre Herzen im Dunkeln beflecken, haben nur den Tod verdient.
Aber vielleicht war ich etwas vorschnell, was dich angeht. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass du jetzt in Sicherheit bist. Hör mir gut zu. Ab dem Moment, in dem du dem Bösen anheimfällst, bist du meine Beute. Vergiss das nicht. Sie warf einen Blick in den Wald hinter sich. Und überbringe dem Mann, der sich dort hinten versteckt, diese Warnung. Sein linker Arm ist wie eine Gewitterwolke, der jeden Moment einen Blitz entfahren kann. Damit verschwand sie wieder in der Dunkelheit. Wenige Augenblicke später kam Ro dazu. Da haben wir ja einen ganz schönen Plagegeist auf unseren Fersen. Das sind immer Fragen. Man weiß nie, ob das danach gleich direkt weitergeht oder nicht. Ich frage erstmal das. Ihre Kleidung, ihren Verhalten nach ist sie ein sogenannter Ninja. Aus dem fernen Osten. Die ist unserer Organisation schon einmal begegnet. Alter. In dem Moment kam noch so eine Art Luft in den Hals. Hab keine Angst. Solltest du dem Bösen anheimfallen, werde ich dich noch wie vor töten. Ich erklärte ihm, dass das nicht gerade ein großer Trost war. Plötzlich fiel mir auf, dass ich mich bei Gro gar nicht für die Rettung vor dem Verderbten bedankt hatte. Eilig holte ich es nach. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Ich entscheide selbst, was ich tue. Zeit zurückzugeben. Wir müssen morgen früh aufstehen. Versuch etwas zu schlafen. Agent in Schwarz. Lernen und verbessern. Oh, ich kämpfe gegen Ro. Stufe 33? Eines Morgens weckte Gro mich unsaft mit einem Tritt. Dem Stand der Sonne nachzuurteilen, war es sehr früh. Was war bloß passiert? Zu Beginn des Kampfes verfügt dein Gegner über Seelenladung. Besiege deinen Gegner. Am nächsten Morgen weckte mich Gros Stimme. Nimm deine Waffe und folge mir. Jetzt! Schnell sprang ich auf und folgte Gro, der davon marschierte. Dieses Gebiet sollte in Ordnung sein. Zieh deine Waffe. Überrascht von seinem plötzlichen Bitte, frage ich ihn, was er vorhatte. Ro seufzte. Wahrscheinlich sollte ich es dir erklären. Ich habe nicht vor, dir weh zu tun. Ich will dich nur auf die Probe stellen. Dass wir immer noch den Verdacht hegen, dass du ein Außenseiter bist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ich eines Tages den Befehl erhalte, dich zu eliminieren. Um den Verdacht aus der Welt zu räumen, müssen mehrere Bedingungen erfüllt werden. Aus diesem Grund muss ich dich und die Astralrisse regelmäßig beobachten. Mit anderen Worten, ich werde jetzt mit dir kämpfen, um festzustellen, wie stark du bist. Meine Erkenntnisse gebe ich dann an die Organisation weiter. Ich muss nicht dazu sagen, dass du alles geben musst, damit ich dich korrekt einschätzen kann. Plötzlich lag eine Spannung in der Luft. Ro umgab die gleiche Macht, die er schon einmal gezeigt hatte. Ich begann daran zu zweifeln, dass er mich wirklich nicht verletzen wollte. Oh, ist jetzt ein Zeichen? Ich werde dich schonen. Komm! Mama, ich hab Angst. Battle One, fight! Er ist schon overpowered. Ready?
Ich musste das tun. Ich hatte kaum noch Lebenspunkte. Ah, das macht ja auch extrem viel Schaden. Ich verliere den Kampf. Ich wusste es, weil er schon auf den Weg gegangen ist. Aber es war mir irgendwie klar, dass der Kampf nicht einfach sein wird. Als Crow seine Waffe senkte, ließ die Intensität in der Luft um ihn herum allmählich nach. Anscheinend war meine Prüfung beendet. Ah, deine Stärke und deine Reaktionszeit sind sehr viel besser geworden. Seit du die Macht des Astralrisses von Bukhara absorbiert hast. Es scheint, als ob Astralrisse nicht nur deine Kopfschmerzen und Albträume abwenden, sondern auch deine physischen Fähigkeiten verbessern können. Ich beobachtete, wie Crow grübelte und dachte an Dion und Natalie. Ich fragte mich, wo sie waren und wie sehr Crows seltsame Macht sie beunruhigen würde. Ich habe Dion und Natalie losgeschickt, in der Stadt Informationen herauszufinden. Du brauchst dir um sie keine Gedanken machen. Es war fast, als ob Crow meine Gedanken gelesen hatte. Wir haben noch Zeit, trainieren wir nochmal. Nee? Anscheinend war die Prüfung doch noch nicht vorüber. Als ich schnell nach meiner Waffe griff, bemerkte ich, dass Crow dieses Mal gelassener wirkte. Entspanne dich, ich werde diese Macht nicht noch einmal benutzen. Durch unseren Kampf ist mir klar geworden, dass ich einige meiner Techniken überarbeiten sollte und du wirst mir dabei helfen. Mein Training mit Crow ging weiter, bis Dion und Natalie zurückkehrten. Kämpfe ich jetzt wieder? Nein, ne? Nein. So, Informationen sammeln. So, der nächste Astralriss befindet sich in einem Figur-Kestemus-Tempel. Figur-Kestemus, laut Crow und den anderen, war das ein wahnsinniger Kult, der einen schändlichen Gott namens Palgea anbetete. Seine Anhänger waren grausam und brutal und führten gerne Menschenopfer durch. Wenn wir dort einfach blind hineinstimmen, werden wir auf heftigen Widerstand stoßen. Außerdem ist der Tempel ein wahres Labyrinth. Es wird dauern, bis wir den Astralriss darin gefunden haben. Was schlägst du vor, Sir? Ganz einfach. Wir nehmen einen Kultisten als Geisel und pressen die Informationen aus ihm heraus. Sir! Eigentlich sagen sie, Sir! Also so wie, ja, Sir, ja! Oder, nee, doch, ja, Sir, ja. Sorry, ich war gerade noch in Gedanken, ob ich es wirklich jetzt gerade so gesagt habe. Egal, Dions und Natalies Informationen zufolge befanden sich drei Anhänger ganz in der Nähe. Der erste war ein hoher Priester, der im nächsten Dorf lebte. Der zweite war ein Schwertkämpfer, der einst vom Kult als Söldner angeworben worden war. Der dritte war ein Händler, der für den Kult Waren transportierte. Der hohe Priester war ein talentierter Kampfkünstler mit einem Elite-Leibwächter. Der Schwertkämpfer war zwar allein, aber ein großer Krieger. Der Händler besaß zahllose Wachen, die allerdings nichts Besonderes waren. Von jedem würden wir andere Informationen erhalten können.
Eigentlich klingt der am besten. Den Hohepriester anzugreifen. Was steht da? Der unerschrockene Händler. Thomas, der Entdecker. Nicht Thomas, die Lokomotive? Ja, wir sind knapp beim Ende. Es sind noch ein paar Minuten, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange der nächste Kampf dauert und so weiter. Deswegen werde ich jetzt hier schon die Folge beenden. Boah. Heute habe ich irgendwie sehr viele Sprecher. Egal. Wie dem auch sei, ich bedanke mich trotzdem, dass ihr zugesehen habt. Dann geht das nächste Mal weiter mit Nebenmissionen. Ich werde dann gleich die eine Nebenmission unten links beginnen. Ansonsten sage ich nur noch Adios.